Hallo und herzlich willkommen zum 7. Tag auf der Themenwanderung Die Straße der Arbeit. Die 7. Etappe führt mich von Morsbach nach Waldbröl. Das sind heute 23 Kilometer mit 500 Höhenmeter rauf und später auch wieder runter. Die Etappe heute führt mich über die Hohe Hart mit 339 Meter. Von dort aus hat man eine sehr schöne Aussicht über Morsbach. Anschließend geht es über das Windecker Ländchen zur Grube Silberhart. Diese Grube ist 1752 gegründet worden und dort wurde Silber und Blei gefördert. Ja, und anschließend geht es weiter über Nutscheid nach Waldbröl. Ich werde dafür höchstwahrscheinlich etwa 7 bis 8 Stunden brauchen. Und ja, die Wetterbedingungen sind hervorragend. Es soll ein sehr angenehm sonniger Tag mit etwa 17 Grad werden. Ich bin jetzt hier in Morsbach um 9 Uhr gerade gestartet und laufe jetzt erstmal zur Hohen Hart, die 339 Meter den Berg rauf. Ich hoffe, dass euch die anderen Videos bisher auch gefallen haben. Und wenn das so sein sollte, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ja, und jetzt geht's auch mal richtig erstmal den Berg rauf und auch richtig los. Ja, hier hinter mir gibt es eine andere Aufstiegsmöglichkeit direkt durch den Wald, steil den Berg herauf. Auf einem der bergischen Streifzüge, der hier langläuft, sind wir das Stück runtergelaufen. Und ganz ehrlich, das möchte ich jetzt nicht noch direkt am Anfang rauflaufen. Das war so steil und so anstrengend runterzulaufen. Da habe ich großen Respekt vor, wenn ich das jetzt auch noch rauflaufen muss. Weil ich muss heute 23 Kilometer laufen und das ist mir einfach zu anstrengend. Ich laufe jetzt einfach hier ganz normal den Waldweg. Wer möchte, kann an dieser Stelle theoretisch mit Hilfe von dem GPX-Track diese Route auch ein kleines bisschen abkürzen. Ich würde schätzen, das ist bestimmt 1 Kilometer kürzer. Ich bin jetzt nach gut einer halben Stunde oben auf der Hohen Hart angekommen, 339 Meter. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf Morsbach und die umliegenden Berge. Wenn man auf den Aussichtsturm hinter mir noch heraufklettern würde, dann hätte man einen Blick Richtung Sauerland, Richtung Siebengebirge, Richtung Bergisches Land und wahrscheinlich auch, wenn man Glück hat, bei so tollem Wetter vielleicht sogar bis auf den Kölner Dom. Ich habe noch 20,8 Kilometer zu laufen, deswegen schenke ich mir jetzt den Aufstieg auf den Turm und laufe jetzt mal weiter.
Deutscher Bergfest, nicht nur von den Kilometern, sondern auch von den Bergen. Insgesamt muss ich 6 hohe Berge überwinden und davon habe ich jetzt gerade den 3. geschafft. Das heißt, es liegen jetzt noch 3 vor mir und ich habe auch etwas mehr als die Hälfte, 11,6 Kilometer habe ich schon zurückgelegt. Das heißt, jetzt liegen noch 11,3 Kilometer vor mir. Es ist jetzt 1:15. Ich werde jetzt mal auf der Suche sein nach einer Bank, wo ich dann Mittagspause machen kann, denn so langsam aber sicher hängt der Magen ein klein bisschen durch. Ich bin hier in Perseifen. Hier gibt es eine kleine Bankgruppe. Da habe ich mich hingesetzt und habe jetzt mal Mittagspause gemacht. 10,4 Kilometer liegen noch vor mir. In der Streckenbeschreibung stand, dass von der Hohen Hart bis zur Grube Silberhart eine ordentliche Wanderstrecke vor mir liegt. Ja, das würde ich jetzt auch mal so sagen. Also ich bin zwar jetzt noch nicht an der Grube Silberhart angekommen, aber das müssten ganz locker 10 Kilometer sein. Und da geht es ordentlich rauf und runter. Ja, die Grube Silberhart, die werde ich jetzt, ich schätze mal, so in 1 bis 2 Kilometer erreichen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob man da einen Blick reinwerfen kann und vielleicht doch etwas mehr von der Grube sehen kann. Eine Stunde und 45 Minuten, 6,15 Kilometer muss ich jetzt noch laufen. Ja, ich habe mir jetzt eine Pause wirklich verdient, weil es hier immer schön rauf und runter geht. 4 der 6 Berge, die ich zu überwinden habe, die habe ich jetzt schon hinter mich gebracht. Was die Straße der Arbeit angeht, so bin ich unterwegs auf der blauen Route. Die blaue Route hat halt das Thema Wasser im Fokus. Es geht vor allen Dingen darum, wie das Wasser genutzt wurde zur Industrialisierung dieser Region hier. Ja, entlang der ganzen Bäche und Flüsse hier findet man heute noch überall metallverarbeitende Betriebe und das rührt halt von der Zeit, in der man die Möglichkeit gefunden hat, Wasser nutzbar zu machen, um Metall zu verarbeiten und weiter zu verarbeiten. Durch den ersten Ausläufer von Waldbröl bin ich gerade durchgelaufen. Wen hieß der Ort? Ja, ich laufe jetzt gerade auf die Spitze des vorletzten Gipfels zu. Und ich habe noch etwas mehr als 4,5 Kilometer zu laufen. Das sollte jetzt machbar sein. Aber dieses ständige Auf und Ab, das ist ganz schön anstrengend. Das macht einen wirklich fertig, vor allen Dingen über diese extrem lange Distanz von fast 23 Kilometern. Ich muss ja sagen, hier gibt es auch wieder einen wunderschönen Ausblick von der Höhe. Ein paar Mal schon war ich in Versuchung, mein Langarmshirt auszuziehen. Aber wenn man hier oben auf der Höhe steht und hier so ein kalter Wind pfeift, da ist man doch froh, dass man ja so ein Langarmshirt anhat. Auch wenn man darunter geschwitzt ist, einfach eine Weste drüber und dann passt das schon. Ja, der Tag könnte heute eigentlich nicht schöner sein. Traumhafter
Sonnenschein, blauer Himmel, ab und zu mal eine Wolke, aber ein wunderschöner Tag zum Wandern. Ja, wie am Anfang der Tour gesagt, die Straße der Arbeit verläuft auf bereits bestehenden Wanderwegen. Heute habe ich Schilder vom Bergischen Panoramasteig, vom Waldmythenweg und vom Erlebnisweg Sieg, von dem Landlebenweg gesehen. Also das ist hier eine bunte Mischung, finde ich sehr gut. Vor allen Dingen ist das Ganze einfach auch sehr, sehr abwechslungsreich. Das gefällt mir sehr gut. Hinter mir liegt der letzte Anstieg für heute. Eine Dreiviertelstunde, sagt Komoot, muss ich jetzt noch laufen. Nein, sogar noch weniger. Ich glaube 35 Minuten. Das werde ich jetzt auch noch schaffen. Ich bin ganz schön hinüber, ganz schön kaputt. Irgendwie schlaucht das dann doch, dass man hier nur rauf und runter läuft. Aber ich bin so froh, wenn ich dann endlich da bin. Auf den letzten Metern muss ich doch noch mal ganz schön steil hier den Berg runter. Damit habe ich ja jetzt irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Ach, ja. Noch 20 Minuten, das werde ich irgendwie noch schaffen.